Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Hallo. Im Rohstoffabbaustandort. Nein, noch nicht. Aber ich aktiviere mal einen Nufflink jetzt. Naja, du solltest ja dann auch gleich da sein. Ich hoffe. Nathan Spryer. Was ist mit dem los? Explorer. Jetzt sieht man wieder der Grund, warum du immer mehr Geld hast als ich. Warum? Du fängst immer schon an zu farmen, bevor ich da bin. Das ist so ein Unsinn. Das mache ich wirklich selten. Also es ist wesentlich öfter so, dass du irgendwo in einem Kampfgebiet bist und da halt schon irgendwen abschießt. Ja, ich muss ja auch was aufholen. Gucke ich tatsächlich gerade auch nur, was hier so rumfliegt. Oder wird irgendwo geschossen. Irgendwie ist die Anzeige gerade ganz merkwürdig. Da vorne sieht man, also man sieht doch ganz am Ende vom Schiff, also am vorderen Ende die Spitze da, die so nach oben raussteht. Ja. Und das Overlay, also der Schriftzug jetzt, das vom Geschwadersignal von dir, geht vor der Spitze vorbei. Okay. Aber nicht das komplette, also nicht alles an Overlay. Die Linien und sowas außenrum, die gehen hinter der Spitze vorbei. Interessant. Oh, ein Anaconda M2er Wing. Klingt nach Spaß. Gesucht. Lull. Was hat die so? Also, wer fliegt da noch mit? Weiß nicht. Das ist die Frage. Ich find's auch gut. Ja, sicher, dass du Nufflink, Geschwadersignal an hast? Ja. Du musst auch Nufflink anmachen. Ja, hab ich. Also ich. Moment. Ja, ist an. Ich kann nur noch Nufflink anmachen. Okay, ich bin nämlich jetzt. Nein, man muss da einfach sehr, sehr dicht dran fliegen. Jetzt, okay. Ja. Zwei Lichtsekunden oder sowas. Es gab auch noch einen Diamond Back Explorer, das war der zweite im Wing. Okay, warte mal, dann hatte halt einfach gar keine Schilde mehr. Dann mache ich Nufflink direkt mal wieder aus. So, Waffen ausfahren. Ja, das kann ich mir empfehlen. Gut. So, hast du irgendwas zum Anschießen? Ja, zum Anschießen hätte ich. Also, ja, ich habe bisher noch kein Missionsziel gefunden, aber. Ach so. Kandidaten zum Abschießen wären hier genug. Was steht der Gerechtigkeit, wird es jetzt wahrscheinlich nicht sein. Wahrscheinlich nicht, nee. Hier ist gerade noch ein Imperial. Da fliegt ein Cutter rum. Ich hatte vorhin noch einen Imperial. Ich habe hier eine Aspect Explorer, eine gesuchte. Ja, die können wir mal mitnehmen. Da bin ich auch schon eine Weile drum herum geflogen. Okay. Aber pass auf, da fliegt die Anaconda rum. Ja, ist sie gesucht? Ja, die ist gesucht. Aber die ist halt im Zweierwing. Ja, okay. Können wir die abschießen jetzt? Die erst. Ja. Okay. Bin bereit. Ja. Das kann man so ruhig mal machen. Ja, das funktioniert ganz gut. Ist nur leider kein Missionsziel, aber. Naja. Kann nie alles haben. Du bist ja direkt über mir. Sehr gut, tot. Was? 94.000. Nicht schlecht. Oh, gar nicht mal so wenig. So, was fliegt da rum? Oh, ein Federal Assault Ship. Mal gucken. Tödlich. Bestimmt. Gesucht, nein, kein Missionsziel. Ja, dann lassen wir das mal. Ich glaube, die Federal Assault Ships waren recht heftig. Ja, das kann man so sagen. Wo war das? Also, wir haben schon das ein oder andere Mal von einem Federal Assault Ship alleine, also quasi zwei gegen einen, so der hat einen draufgekriegt. Da unten wäre der Imperial Clipper. Oh, der Diamondback Explorer ist mit der Anaconda im Geschwader oder was? Ja. Oh. Ich meine schon. Der ohne Schilde, ne? Ja. Ich glaube, der hat gar keine Schilde, also generell. Gehe ich mal von aus, ja. Der hat die Anaconda, das muss reichen. Das reicht auch, glaube ich. Wollen wir den Clipper mitnehmen? Moment. Der ist gesucht. Sollte ich ihn finden? Er ist direkt vor mir. Da, okay, ja. Bist du in Reichweite? Ja. Dann schießen wir mal drauf, ne? Okay. Ha, perfekt. Er hat sich gerade weggedreht von uns. Oh. Ah, und da düppelt er auch. Ach komm, der hält ja gar nichts aus. Einfach mal ein bisschen dichter ranfliegen. Okay, nee, der hält wirklich nicht aus. Also, ach komm, erzähl mir keinen. Jo. Also, du fliegst erstmal voll in meine Schusswelt rein. Habe ich nicht gemerkt. Hallo? Peng? Dönerspieß? Peng? Los? Los? Peng, peng? Oh, die lässt sich aber Zeit. Ah. Interessant. Fehlt gerade noch so ein Ladekreis. Zerstörungsanimation wird geladen. Na gut.
Crook-Duell, aber das ist, glaube ich, also das ist noch eine Anaconda. Und T7, der ist bestimmt gesucht. Eine gesuchte Anaconda. Allein? Ja. Wo? 8 Kilometer ungefähr. Oh, ich habe es gefunden. Wir gucken mal, ob da noch jemand rumfliegt. Ja, die andere Anaconda. Komm, beschießt euch bitte gegenseitig. Ja, die umkreisen sich gerade so. Ich warte nur da drauf. Da kann es nur Gewinner geben, wenn die beiden sich beschießen. Ich frage mich, ob die NPCs auch darauf warten, dass irgendwer die irgendwelche Schiffe beschießt. Ja, die schießen bestimmt mit drauf, sobald wir drauf schießen. Möglich wär's. Sollen wir das mal ausprobieren? Ich meine, unsere Schilde sind voll aktuell. I also like to live dangerously. Ja, komm, kann man machen, oder? Ich meine, die sind ja nicht im Ring, also müssten sie sich eigentlich gegenseitig beschießen. Ja. Ah. Hey, warte mal, da fliegt noch was. Was liegt denn da noch? Oh, eine Python. Sauber. Na komm, gehen wir auf die Anaconda. Die Crooked Will, ne? Ja. Ja. Okay. Oh, was passiert jetzt? Können wir? Ja, nix, nur Abbauzeug. Nee, die sind beide gerade parallel stehen geblieben. Ja, komm. Ach, schieß drauf. Warte, jetzt kann ich nicht drauf schießen, weil das andere Schiff daneben fliegt. Okay. Und gedübbelt. Jawohl. Ich muss bringen Laser. Ja, das funktioniert ganz gut. Ich würde sagen, meine Schilde sind wieder am Knuspern, aber sonst. Ja, aber ihre Hülle ist am Knuspern. Ja. Das ist aber jetzt. Warte mal, das ist Experte. Das war jetzt aber keine starke Anaconda. Da hatte wohl jemand reiche Eltern. Also dafür, dass die. Hallo, das letzte Prozent. Komm jetzt. Geh doch bitte mal kaputt. Geht doch. Boah. Es hätte jetzt wieder die eine Kugel gefehlt, die mir noch den Rest Schild wegbombt. Nicht, dass das schon mal und, passiert wäre. Und 20% Hülle. Ja. Oh, ich habe ja. Oh, ich habe eine Anaconda Missionsziel gesucht. Ach was. Schön. Jetzt sind meine Schilder aber so ungefähr bei 50%. Ja, gut, von mir aus können wir die ein bisschen umkreisen. Ja, aber es war echt eine schwache Anaconda. Okay, die ist jetzt Meister, also die müsste eine Stufe höher sein als die andere. Ja. Vielleicht knallt die gegen irgendeinen von diesen Steinen hier. Ja, die versucht mich gerade zu scannen, aber ich weiche immer aus. ja. Wir umkreisen uns gerade. Das sieht etwas verkehrt aus. Paarungstanz. Ja. Aber sie kriegt. Oh, da hinten wird geschossen. Echt? Was ist denn ein Ding? Ja, eine gesuchte Adder beschießt. Eine nicht gesuchte Python. Ich würde sagen, da kann man mal kurz mit drauf gehen. Okay. Wenn du meinst. Oh, da ist schon wieder. Ach, das ist die. Okay, da ist die Anaconda. Warte, jetzt habe ich das Ziel verloren. Ach, da. Nee. Da. Da ist eine Adder. Jetzt. Die war's. Gesucht. Ja. War nicht in Reichweite. Schön. Ah, das habe ich auch getroffen. Gut. Na, komm schon. Ich erwisse sie nicht. Ja, so auf die Entfernung treffe ich sie auch nicht. Ja, aber so. Sie trifft mich. Ach ja, komm, jetzt wird sie frittiert. So, jetzt aber. Alter, die ist zu wendig. Ach komm. Einmal kurz ausgerichtet, dann schießt du einmal und dann ist sie weg, bevor sie wieder losfliegen kann. So, jetzt, wo war die Anaconda, die gesuchte? Das Missionsziel. Also, wenn ich ehrlich bin, fände ich es super, wenn man mehrere Ziele gleichzeitig erfassen könnte. Ja. So, wartelistenmäßig. Ja, genau. Oh, da wird geschossen. Wer schießt hier auf wen? Eine saubere Python? Ja, schießt auf die gesuchte Anaconda im Zweierwing? Was ist das da? Ah, da ist unser Missionsziel, Anaconda. Okay, wer wird jetzt gerade beschossen, genau?
jeder mit jedem? Okay. Was? Wer beschießt mich denn? Oh, ich glaube, ich bin nur durch den Laser geflogen. Oh, die Anaconda hat noch 60, ja, der hat noch 50% Hülle. Oh. Okay, ja, dann gehen wir mit 50. Drauf, oder? Ja, komm, dann gehen wir mit drauf. Da kann uns auch die Essen mit dem nicht vorhandenen Schild dann nichts mehr danach. Okay, das ging jetzt schnell. Ja, das ist 1% wieder. Ach komm. Geht auch so, wo ist die Essen? Ne, ich habe hier einen Federal Dropship. Ach, gehen wir da auch mit drauf. Frage, wo sie ist. Ja, Federal Dropship, schieß mit drauf. Ja, ich habe schon markiert. Ich wollte nur warten, bis der Scan fertig ist. Ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, komm. Sehr gut. Schießen ganz schön viele Schiffe ab, die keinerlei Missionsziele sind. Ja, aber die bringen Geld. Was schießt hier gerade? Ah, da ist wieder unsere Anaconda. Ist die Anaconda. Ja, komm, dann gehen wir jetzt auf die Anaconda. Ja, die Anaconda okay, wie wird gerade beschossen, ja. Dann nehmen wir die mit. Oh oh, ich hau mal kurz Düppel raus. Ach so, sie dreht sich in unsere Richtung. Hm. Da kommt der Brutzellaser raus und dann geht man doch in Deckung. Okay, aber die Hülle kann irgendwie auch nicht so wahnsinnig viel bei der. Ja, es schießen auch gleich mehrere Schiffe drauf, ne? Ja, zwei, oder nicht? Nee, ich meine, da haben vorher auch noch andere mit drauf geschossen, also... Ich meine nicht. So ganz ohne war das jetzt nicht. Das war's mit ihr. Sehr schön. Oh, 200.000. Ja. So, da das kann man mal machen. Was? Ups. Ich hab gerade aus Versehen ins Nichts geschossen. Zum Glück war da nichts. RIP. Das ist die fast tote Python. Ich glaube, wir haben schon wieder 1 Million zusammen. Aber leider nur ein Missionsziel mehr. Ne, zwei. Guter Schnitt. Okay, wir sollten mal wieder Richtung Markierung fliegen. Warte, das ist die falsche Markierung. Wo ist denn die Markierung? Auf was schießt die Python hier? Die baut ab. Ach, die lasert, okay. Die mit ihren 20% Hülle wird sicherlich jetzt nichts mehr angreifen. Oh, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ich weiß nicht. Okay, fliegt in die falsche Richtung. Oh, da hinten wird geschossen. Irgendwo im Nirgendwo. Ah, ich seh's. Oh ja, irgendwo im Nirgendwo ist 8 Kilometer weit entfernt. Ein Federal Gunship ein gesuchtes und... Oh, Imperial Clipper gesucht. Oh. Beide leider keine Missionsziele, aber beide gesucht. Sehr schön. Ja, macht auf nichts. Auf wen schießen wir denn zuerst? Ich würde sagen, Imperial Clipper. Ja, okay. Ja, dann. Okay. Kann ich? Ja. Ja, okay, machen wir. Ich habe jetzt... Huch. Oh, ein bisschen muss ich noch überlassen. 4 Kilometer. Ja, das reicht. Ja. Du hast getroffen, oder? Ja, okay, ist weg. So, und jetzt das andere. Irgendwie hat das gerade kein Kopfgeld gegeben. Ah, jetzt. Doch. Das hat nur gedauert, bis es explodiert. Das hat ein bisschen Delay. Ja, erkennt man ja, die Delay-Explosion. Ja. Man muss erst noch Michael Bay anrufen, damit man weiß, wie man es inszenieren darf. Ja. Na komm. Sag mal. Lass dich doch treffen. Rasur! So, geht doch. Und weg. Ich finde es halt klasse, dass die immer noch Schaden machen, obwohl sie schon 0% Hülle haben. Ja, das hat mich jetzt auch schon mehrmals aufgeregt. Okay. Ja. Die Markierung ist läppische 10 Kilometer entfernt. Ich könnte mal Gas geben, dann bin ich schneller da, habe ich gehört. Das ist korrekt. Wie viel. Schrottmaterial da rumgeflogen sind. Das war jetzt schon. Was ist das voll da? Blöde. Federal Dropship. Gesucht, aber kein Missionsziel. Aha. Dann lassen wir das mal. Das kann doch nicht sein. Oh. Das war jetzt ein bisschen dicht. Ein bisschen. Oh, mit mal in die Richtung müsste doch irgendwo was abgehen.
Ach nee, das sind alles nur Trümmerteile. Ich fliege jetzt einfach mal wieder zur Markierung. Warum habe ich eine Nachricht gekriegt? Weiß nicht. Lieferauftrag. Ach ja, wieder so ein Blödsinn. Für 15.000 Credits? Nein. Okay, ich bin jetzt bei der Markierung, aber hier ist nichts außer Steine. Ja, ist gut. Sollen wir dann halt das Federal Dropship mitnehmen? Ich glaube, das ist eine Einladung, dass wir es angreifen. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, wir können danach auch mal das Zeug abgeben. Oder? Boah, ich bevor weiß was nicht. Passiert. Mal gucken. Mal gucken? Ja. Sollen wir dann schießen? Oder auf was? Wenn ich, okay. Ja. Schieß. Ja, Moment, ich muss mich umdrehen. So. Das fliegt vor uns her, das ist immer sehr gut. Dann können wir uns schon auf den Angriff ziehen. Ach komm. Es ging unter im Blitzlichtgewitter unserer Impulslaser. Ja. Das hatte vorne auch nur so ein paar Löcher gehabt. Also. Ja. Aus wie so ein Schweizer Käse. Autsch. Was ist los? Nur ein bisschen gerammt. So, ja dann. Alter. Was denn? Auch nichts. Ich treffe nur nicht. So. Ach, bin ich hier der Einzige, der Schaden macht, oder was? Nein, jetzt nicht mehr. Ah, okay. Ja, hä? Dann ist ja gut. Warte, es hat wieder Schilder? Es hat wieder Schilder, aber es ist eigentlich tot. Das war jetzt sehr sinnvoll. Na gut. Ein sehr, sehr sinnvoller Zwischenzustand. Ich würde sagen, Tod hat aber noch Schilde. Nachdem hier jetzt... Warte mal, da hinten leuchtet noch was. Auf der Karte. Könnten aber nur Trümmerteile sein. Mal gucken. Ah, da ist ein Schiff. Eine Anaconda. Ein Diamondback Explorer. Gesucht, aber sonst nichts. Eine Python. Sauber. Gesucht, aber sonst nichts. Also für so ein normales Bounty Hunting Community Goal wäre das schon relativ, also ein relativ gutes Abbaugebiet, aber für das, was wir brauchen, ist das überhaupt nichts. Die sind beide gesucht, aber nee. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen zu heftig für uns. Achso, Anaconda und Python? Ja, das könnte ja sein. Ja, nicht im Geschwader, aber trotzdem. Ja, trotzdem, ja. Das Warte, hier schießt irgendwer auf irgendwen. Was? Oh, ich glaube, die Python beschießt die Anaconda. Oh ja, ja perfekt. Okay, dann gehen wir mit auf die Anaconda, oder? Ja, ja. Nicht auf die Python, das wird dumm. Ach, jetzt wird gerade gedüppelt. So, jetzt. Ja. Moment. Wie schön die Kugeln im Schild anschlagen. Die Kugellaser. Ich habe auch mehrfach Geschütze. Ja, aber die sieht man nicht so, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. Eigentlich schon. Ich denke mal, die Einschusslöcher kommen nicht von den Lasern, oder? Weiß nicht. Bin mir nicht sicher, wobei bei den Impulslasern könnte es auch gut sein, dass die daher kommen. Ich weiß es nicht. Oh, so, meine Schilder. Nein! Nicht meine Schilder. Wer beschießt mich denn da jetzt noch? Ja, wahrscheinlich die Anaconda. Ja, aber bei 3 Kilometern Entfernung wird es jetzt langsam mal gut sein. Ah ja, sie ist ja gleich tot. Oh, vielleicht sollte ich mal meine Energieverteilung ein bisschen ändern, sonst wird das nichts mit den Lasern. Incoming Mission Critical Message, du mich auch. So, lol. Ja, Frameshift Charge, ist klar. Nicht. Tot. Boah. 260.000. Okay. Wie sieht's mit der Python aus? So lebenstechnisch? 92% Hülle. Warte, das ist nicht die Python. Ich hab sie markiert. Da ist die Python. Oh, aber keine Hülle, keine Schilde mehr. Sollen wir? Ich hab quasi keine Schilde mehr. Ach komm, ich versuch's. Ja, gut, dann. Es düppelt. Ich düppel mal zurück. Ach Gott, es düppelt sehr. Hat sie gleich wieder Schilde. Die beschießt mich gar nicht, obwohl ich nicht einmal. Ah, doch jetzt.
Was sagen, also ich hatte noch. Ich hab noch also hatte gerade Düppel draußen. Deswegen so. Hm. Du hast ja auch gedüppelt, also wundert mich, dass ich nicht gedüppelt. Kurz nicht beschießt. Ja, meinst du nicht, dass du gedüppelt hast? Nein, jetzt habe ich gedüppelt. So, okay. Ja, die kriegen wir runtergehauen. Danach sollten wir zwar zur Reparatur, aber. Danach sollten wir definitiv zur Reparatur. Also, wir fliegen, finden noch irgendwas Kleines, also wirklich Kleines, was hier rumfliegt. Ja, oh, komm, 3%. Come on. So, das war's. Geht doch. Ja, wir sind noch bei 20 Minuten. Nein, ich habe ein Missionsziel gefunden. Was? Wo? F-Explorer. Was? Ja. Ja, die hat gleich keine Schilder mehr. Die in 6 Kilometer Entfernung? Ja. Oder weit? Ja, okay, die holen wir noch. Die müssen wir jetzt noch mitnehmen. Einmal die 38 Schaf bitte, ja. Die müssen wir noch mitnehmen. Ah. Wer beschießt die denn? Weiß nicht, eine Igel? Was ist das? Sieht so klein aus. Nee, das ist auch ein Aspect-Explorer. Okay. Ja, gut. Oh. Vielleicht packe ich nicht direkt davor, aber... So. Hast du drauf geschossen? Ja, ja, ich hab drauf geschossen. Okay. Du bist schon mal schon in unsere Richtung dreht, so... Mm. Ja, meine Schilder sind jetzt weg. Aber das ist eine Aspect-Explorer. Also... Ja. Sollte man eigentlich... Oh, sie ist tot, mit, okay. Mit ohne Schilden sollte man die eigentlich hinkriegen. Ja. Okay, gut. Jetzt fliegen wir aber hier weg. Warte, ich will mal mein Glück ausprobieren, ob wir nicht noch irgendwo... Es gibt hier noch ein paar andere orangene Punkte. Ja, aber ohne Schilder und mit angekratzter Hülle schon. Das muss nicht sein. Hast du schon angekratzte Hülle? Ja, 93%. Okay, das sehe ich ja nicht. Bei mir ist das oben noch voll. Okay, ich fliege jetzt mal Richtung Ben Settlement. Wir sind auch, wie gesagt, bei 22 Minuten. Ja... Saven wir das mal eben. Die 1,8 Millionen. Ja, eben. Stabil. Ja. Und nachladen ist auch nicht verkehrt. Oh, ist auch schon wieder ein bisschen leer. Band Settlement. So. Gut. So, jetzt lassen wir mal kurz gucken. Massakerauftrag. Kommandant Uwe, wenn Sie die entsprechende Gruppe aus unserem Operationsgebiet fliegen können, nee, tilgen können, bezahlen wir Ihnen eine angemessene Entschädigung für Ihre Mühe. Zielschiff Zivilisten, Zielzahl 2. Okay. Belohnung 35.000 Credits. Ja, nein. Wir haben jetzt 10 von 24 übrigens. Ja, großartig. Haben wir ganze 3 Ziele geschafft in dieser Folge, aber wahrscheinlich 10 Schiffe abgeschossen. Ja, und 1,8 Millionen Credits verdient. Okay, dann werden es wahrscheinlich mehr als 10 sein. Ja. Gut, ich würde sagen, wir fliegen dann noch zu der Station. Ja, das können wir in der Folge noch abgeben, oder? Können wir machen. Ich meine, wir müssen so oder so dahin fliegen, dann können wir das auch noch in die Folge packen. Band Settlement. Ja. Du bist bestimmt vorher da, ne? Hast du das Geschwadersignal an? Nein, aber gleich. Andererseits, du bist 13 Lichtsekunden vor mir. Dann bist du vielleicht doch nicht so viel früher da. Ich hab's aktiviert. Oh Gott, ich werde vorbeifliegen, weil ich gerade das Geschwadersignal aktiviert habe. Ja, ich auch. Oh, vielleicht auch nicht. Ich bin schon vorbei. Hier kann man erstaunlich gut bremsen vorher. Echt? Hatte ich jetzt nicht so den Eindruck. Besser als sonst, hab ich jetzt das Gefühl gehabt. Okay. Jetzt sind meine Schilder aber auch schon wieder zu 2/3 voll. Ja, meine nur zu 1/3. Okay. Ich bin gleich drin. Moment. Ah, und. Ja. Und. Drin. Okay, 15 Megameter. Ja. Wurdest du reingezogen? Ja, ja. Okay. Hat sich jetzt nicht so sehr gelohnt, vor allem weil ich jetzt 20 Kilometer von der Station entfernt bin. Oh wow. Ich finde die richtige Seite nicht. Das sind keine Pfeile auf dem Bild unten. Doch, natürlich. Nein. Doch. Also bei mir schon.
Bei mir nicht. Ich habe das Ding jetzt von 5 verschiedenen Seiten angeguckt. Da ist kein einziger Pfeil drauf. Ich sehe. Ich würde sagen, auf der Rückseite von deiner Sicht aus. Das vermute ich auch mal. Kannst mir voll. Also, es ist. Ja, es ist auf jeden Fall von hier aus auf der Rückseite. Oh, gefunden. Ja, ja, dachte ich mir. So, Kontakt. Ist das eine große Station? Ja, geht. Also gefühlt sehr groß, zumindest wenn man einmal drumherum fliegen darf. Landeplatz 41, wieder knapp daneben. Ah, ich habe 45. Wir nähern uns dem Ganzen. Aber naja. So. Wo ist denn die 45? Da oben ist die 41. So. Gedockt. Ach da. 45. Nein, ich wollte nicht zur Ausrüstung. Lass mich hier weg. Danke. Ich wollte bei der erweiterten Wartung mal 1% Kratzer ausbügeln. Das Ausrüstungsmenü ist wahrscheinlich auch so das Menü, was hier am allerlängsten lädt, direkt neben dem schwarzen Brett. Okay, 1,8 Millionen Credits. Eingelöst. Gut. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oder brauchst du noch kurz? Nö, ich bin fertig. Ich würde sagen, bis dahin. Tschüss.